wie tun mir die Knie weh. Bei mir ist es die Hüfte. Flo, bist du hier, Schatz? Vielen Dank für diesen Abend, mein Tiger. Tiger? Oh, das ist aber lange her. Ja, ich weiß. Meine Mieze Katze. Na los, bück dich. Los, fass mich an, fass mich an. Ich bin so geil auf dich. Los, fass mich an. Los, reite mich. Reite mich, endlich weg. Und was schön am Strand, Schätzchen? Zimmerservice. Ich wäre am liebsten tot. Strike? Ja. Das gibt's doch nicht. Cherche et je trouverai cette fille qui me manque tant. Alors je cherche et je trouverai cette fille qui me manque tant. Alors je cherche. Tut mir echt leid. Flo hat mir nicht gesagt, dass heute die Putzfrau kommt. Ich bin ihre Mutter. Tut mir sehr leid, dass. Von Flo. Sie kommt eine halbe Stunde später. Cool. So ein Mist. Was denn? Nichts, hab nur was vergessen. Ja, und was? Nun ja, ihr wisst es noch nicht, aber ich habe ein kleines Problem mit Narkolepsie. Ich nehme Tabletten dagegen. Ist ja kein Drama. Bei der nächsten Raststätte trinkst du erstmal einen Kaffee. Hältst du noch durch? Klar, kein Problem. Na cool. Seit wann hast du das? Noch. Medi! Hey! Medi! 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 Aufwachen! Medi! Oh, oh. Ich fahr besser auf den nächsten Parkplatz. Na, das meine ich auch. Wolltest du nicht rausfahren? Verdammt, Medi! Medi! Wach auf! Medi! Da kriegt man ja Angst vor dir. Verdammt, Medi! Medi! Hilf nicht! Ich bin doch wach! Er hat die Sitzung auf morgen vorverlegt. Keine Lust auf ein Abendessen mit den Schwiegereltern? Yeah! Wo steckst du, verdammt? Ich bin bei meinen Eltern. Außergewöhnlicher Notfall? Kleine Geheimnisse vor der Welt? Bist du da, Baby? Sieh mal, was ich gerade für dich mache. Lachs auf dem Gemüsebett. Entspannen Sie sich, wir machen das schon. Ich möchte lieber dich auf dem Bett haben und danach gucken wir die Eiskönigin. Oh mein Gott, du blöde Kuh! Wohnwagen klauen? Oh, nein, 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 bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Ich mach dich alle! Bonsoir, Roman. Sag mal, bist du noch im Büro? Der Chef hat die Sitzung auf morgen vorverlegt. Keine Lust auf ein Abendessen mit den Schwiegereltern? Yeah! Wo steckst du, verdammt? Ich bin bei meinen Eltern. Wir warten auf dich. Außergewöhnlicher Notfall? Oh, Mann. Kleine Geheimnisse vor der Welt? Bist du da, Baby? Ja, ich bin hier. Entspannen Sie sich. Wir machen das schon. Die Firma lief super, endlich die große Liebe. Kurz gesagt, mein Leben war toll. Ich komme für einen verheirateten Freund. Er hat eine junge Frau kennengelernt, mit der er übers Wochenende wegfahren will. Wie heißt denn Ihr Freund? Sein Vorname, wie heißt er? Jean, Jean-Claude. Bis ich Ihren Vater kennenlernte. Hallo, Papa. Bonjour, Jean-Claude. Gérard. Und Ihre Mutter. Hallo, Mama. Am Wochenende ist unser 30. Hochzeitstag. Gérard ist nicht mal da. Ach so? Tja, die Arbeit. Flo stellt mir unangenehme Fragen. Was soll ich jetzt tun? So ein Mist. Ihr wisst es noch nicht. Ich habe ein kleines Problem mit Narkolepsie. Ist ja kein Drama. Hältst du noch bis zur nächsten Raststätte durch? Klar, kein Problem. Na cool. Seit wann hast du das? Medi! 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 Medi, aufwachen! Ach, na komm, die Sache mit der Panne und so. Aber wir haben wirklich eine Panne. Ja, na klar. Und ich habe echte Brüste.
Oh, pardon. Dorfmann! Was soll denn der Scheiß? Wir blasen die Sache ab. Von wegen, hier wird gar nichts abgeblasen. Ich schlag die Scheibe ein, nicht, dass du dich verletzt. Alles okay? Weißt du, was dein Problem ist? Du bist ein schlechter Lügner. Dann sage ich dir jetzt die Wahrheit. Aber das stimmt nicht. Was ist denn mit dir los? Er hat noch gar nichts gesagt. Pardon.